So, das amerikanische, die amerikanische Variante des MGs, was die Franzosen auch haben, das Chauchat. Und ich sehe gerade tatsächlich, das ist ein langes Magazin, was nach unten geht und der Griff ist vor dem Magazin. Das heißt also tatsächlich, der Griff wurde umgelegt, sodass dieser vor dem Magazin ist, damit man so ein bisschen, wahrscheinlich einen besseren Griff hat. Und man hat nur 15 Schuss, während das französische Baby hat ganz 20 Schuss, glaube ich. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, das sind 20 Schuss. Das heißt also, man verzichtet auf 5 Schuss, hat dafür ein angenehmeres Magazin und das finde ich wirklich besser. Ändert nichts daran, dass die Waffe trotzdem crap ist. Als Sekundärwaffe haben wir natürlich die 1911 dabei, was will ein Amerikaner mehr als eine 45er ACP-Pistole. Aber hey, wir versuchen die linke Seite des Grabens zu halten. Und naja, ganz so schlecht sieht es ja nicht aus. Hier sieht man mal wunderschön, wie das Magazin da dran ist. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so top. Ich bin ganz ehrlich, von diesem MG bin ich einfach nicht begeistert. Ich finde es aber sehr gut, dass dieses MG, so wie die Bar, das Magazin immerhin unten haben. Das Matzen mag ich ja auch ganz gerne, das Matzen-MG. Aber dieses oben platzierte Magazin, was man hat, das nimmt so viel von der Vision weg, von dem Blickwinkel, den man hat. Man kann, die Sicht ist so dermaßen eingeschränkt dadurch. Und das ist für mich so ein kleines Problem. Ah ja, die 45er ACP. Ja, genau hier. Im Video mit dem Webley, mit der Webley-Pistole habe ich darüber geredet, dass die Waffen des Ersten Weltkriegs so experimentell aussehen. Vor allem Pistolen. Da fällt mir ein, dass die einzige Pistole neben der Ruby, die ein modernes Design in meinen Ansichten haben, also so ein angenehmes Design, die 1911 ist. Ich bin zwar kein Freund der 1911. Optisch nicht. Also optisch gefällt mir die 1911 nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gab ja schon zwei Pistolen so ungefähr, die so ein bisschen ein hübscheres, modernes Design haben. Ich bin eher so eine Person, die dann so auf die P38 steht. Die fand ich wirklich hübsch. Dieser etwas langgezogene Lauf, denn, ja, ihr wisst ja, wie die P38 aussieht. Die gefällt mir. Hier von der Alter. Ja, die Chauchat ist einfach ein komisches MG. Ich frage mich eigentlich auch überhaupt, warum die Amerikaner sich das eingekauft haben oder so. Ob es nicht einfacher gewesen wäre, vielleicht irgendwas anderes zu nehmen. Zum Beispiel die Briten hatten doch die Lewis Gun immerhin. Die ist doch bei Weitem sinnvoller gewesen als das hier, oder sehe ich das falsch? Ich meine, ja. Die Lewis Gun wäre auf jeden Fall praktischer gewesen als diese Chauchat. Aber nehmen wir mal so hin. Und gucken mal, wie wir jetzt hier weiter vorkommen. Wir müssen ja in den Graben rein und das ist nicht immer gerade sehr einfach, manche Gräben zu stürmen. Aber immerhin, wenn ich das richtig sehe, können wir hier recht gut gerade durchkommen. Wenig Feindkontakt. Sie sitzen alle wahrscheinlich da oben auf dem Berg über uns. Wo gerade auch das MG schießt, wie man hört. Und ja, wir versuchen gerade wohl den Berg hochzukommen, aber kommen gerade nicht sehr weit. Gerade da wir alleine sind, ist es nicht so einfach, um den Berg auch hochzukommen. Würde man Unterstützung haben, wäre es nicht schlecht, aber alleine mit dem Chauchat da hoch ist eher so schwer, weil man hat keine Backup-Waffe, sie ist nicht sehr präzise aus der Hüfte. Anvisieren kann man nur in der aufgebockten Position, also der Zweibein-Position. Deswegen rentiert es sich nicht so sehr, bei dieser Waffe eigentlich zu stürmen. Also ich finde sowas wie die Lewis Gun, mit der kann man viel besser stürmen. Die hat einfach auch ein größeres Magazin. Da kannst du aus der Hüfte ein bisschen besser schießen, die Feuerrate ist auch besser. Ich meine, ich treffe. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Und man hat ja notfalls noch die Zeitarm, aber selbst 45er ACP ist kein One-Hit-Wunder. Aber hey, am Ende versucht man trotzdem hier hochzukommen und hat versucht aufzuräumen, weil wir müssen diesen Graben erobern, wenn wir gewinnen wollen. Aber wie man sieht, das wurde relativ zügig vereitelt von den verteidigenden Truppen, die sich da wirklich in einer größeren Menge positioniert haben. Und das ist halt so diese Sache, also die haben sich ja wirklich gut eingegraben. Den Graben an sich haben wir relativ
gut sichern können, den unteren Bereich des Grabens. Aber den oberen, diesen Berg hoch, das konnten sie so verdammt gut halten, dass wir kaum eine Chance hatten. Dieser Winkel ist eigentlich auch relativ gut, um eine Offensive zurückzuhalten, aber sie haben es einfach geschafft, immer wieder vorzustoßen, dadurch, dass wir den oberen Bereich des Berges nicht erobern konnten. Konnten wir diesen Graben nicht vollends erobern. Und jetzt versuche ich hier etwas abseits davon sozusagen die Verstärkung, die ihr versucht in den Graben reinzupushen, aufzuhalten. Hat aber auch nicht immer gut geklappt. Weil die auch ein MG haben. Aber ihr MG hat, glaube ich, gegen uns gewonnen. Aber hey, wir können immer noch mit der Chow-Chat trotzdem hier gut vorpushen. Sie ist ja nicht ganz crap aus der Hüfte. Es gibt schlimmere Waffen. Und er hat eine Granate geworfen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Aber immerhin haben wir eine Pistole. Die Pistole wird uns auf jeden Fall sonst im Nahkampf den Arsch retten können. Wenn wir Glück haben. Wenn jemand mit einem Gewehr uns zuerst erwischt oder mit einem Spaten, ist was anderes. Aber bis zum nächsten Mal. Euer Remsker.